Leute, da sind wir wieder. Und heute machen wir echt leckere Lasagne. Wir machen eine Tomatenlasagne. Das Rezept ist durch und durch vegetarisch. Ja, und ich habe da einfach mal Lust auf richtig leckere Tomatenlasagne. Gerade jetzt, wenn es nicht so schön ist, passt es ganz gut. Ja, und wenn ihr Lust habt, einfach mal zuzuschauen, dann einfach mal dran. Ich habe hier einen Messbecher, ihr seht es. Aus dem einfachen Grund, damit kann ich später die Tomaten besser einfüllen. Und ich habe hier Tomaten aus der Dose, weil wir jetzt noch recht früh haben im Jahr, deswegen haben wir noch keine reifen Tomaten. Und diese Tomaten, das sind hier fein gehackte Tomaten in eigenem Saft. Die geben wir jetzt hier rein. Gut, 800 Gramm haben wir hier. Ich gucke gleich mal, ob wir noch was mehr brauchen. Die werden wir einmal kurz und kräftig würzen. Und dazu nehmen wir ganz normal Salz und Pfeffer. Und wenn ihr habt, was ich ziemlich cool finde, geräucherte Paprika. Wenn nicht, könnt ihr es auch weglassen. Es ist jetzt kein unbedingter Muss, aber ich finde es einfach nur total lecker. So, und dann einfach erstmal alles unterrühren. Und ich püriere das jetzt hier nicht, weil ich möchte diese stückigen Tomaten haben. So, nun habe ich jetzt hier zweimal Mozzarella, den einmal befreien und dann einmal klein würfeln. So, und dann wird einmal hier der Mozzarella halbiert. Und dann wird der in Streifen geschnitten, weil wir ihn anschließend fein würfeln werden. So, da kommt mir gerade noch eine Idee. Wir geben etwas Chili-Pulver in die Soße, aber nur ganz klein wenig. Und etwas Thymian. Und den Thymian streifen wir einmal hier die Blätter ab. Nehmt euch zwei schöne große Zweige oder einen ganz großen, so wie den hier. So, und das auch noch einmal kurz unterheben. So, dann fangen wir an. Wir geben einen Teil der Tomaten hier rauf. Bestreut alles etwas mit Käse. Und zwar mit der Mozzarella. So, nehmen jetzt dann, weil wir mogeln, ich habe euch oft genug Teigrezepte gezeigt. Und diesmal nehme ich einfach fertige Lasagneblätter. Wenn ihr das mit Fertigteig machen wollt, ich hatte jetzt nicht genug Zeit, wenn ihr Teig selber machen wollt, so meine ich das, dann schaut euch einfach eins von meinen Nudelrezepten an. Da mache ich oft genug Teig oder ihr googelt einfach mal, beziehungsweise ihr macht eine Kanalsuche in den Kanal. Da findet ihr auch viele Rezepte von mir, wie ich Teig selber mache. Jetzt machen wir noch die zweite Ebene mit den restlichen Tomaten. So, dann habe ich mich gerade entschieden, ich mache die dann doch noch etwas höher. Deswegen werde ich jetzt nochmal zwei Dosen nehmen. Also ich bin jetzt mittlerweile bei 6 Dosen angelangt. Ich glaube, ich habe heute meinen Tomatentag. So, zum glorreichen Abschluss nochmal schöne Platten drauf geben. So, ist doch herzallerliebst, oder? Gut, jetzt geben wir noch Parmesan drauf. Einmal oben drauf raspeln. Im Backofen heizen wir gerade auf 200 Grad vor. So, und dann drehen wir uns einmal den Bräter und fangen an, einfach alles rüber zu reiben. So, und jetzt kommt der Knaller. Wir geben etwas Olivenöl oben drauf. So, die Flasche ist jetzt auch leer. Und wenn der Backofen 200 Grad hochgeheizt ist, drehen wir ihn auf 180 Grad runter, schieben dann den Auflauf rein und lassen alles ungefähr 35-40 Minuten backen. Ja, und dann haben wir ein super Rezept. So, und das war's auch schon wieder. Ihr habt gesehen, super einfache Zutaten, super leckeres Rezept, können wir was machen. Der Auflauf ist im Backofen 180 Grad, 30, 35, 40 Minuten. Muss ich mal gucken, ich schreibe die ganzen genauen Angaben ins Rezept auf der Homepage. Den Link findet ihr in der Infobox. Ja, und ansonsten, wenn das Video gefallen hat, dann teilt's ruhig, das wollte ich sagen. Ja, ansonsten schickt mir ein paar Fotos auf Facebook oder auf Google+, oder unter dem Hashtag natürlich lecker. Könnt ihr auch machen. Ja, und dann bin ich raus und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. So, und dann seht ihr jetzt hier, wie schön saftig das geworden ist.